Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Es ist bald soweit, genauer gesagt genau eine Woche ist es noch hin, bis Prehistoric Kingdom die Beta startet und wir werden dann zu dem vollen Genuss der Dinosaurier endlich kommen, die wir schon lange erwartet haben bei Prehistoric Kingdom. Ich wollte eigentlich schon vorher ein Video machen, aber zu einem hatte ich nicht unbedingt das Thema dafür parat, was ich gerne berichten wollte. Zum anderen, ja, ich wollte schon berichten, dass es nur noch eine Woche hin ist, aber wie gesagt, ich hatte das Thema nicht und jetzt ist genau um 14.45 Uhr ist die Death Diary tatsächlich schon viele Stunden früher rausgekommen, als es sonst immer so ist. Und es gibt das, was ihr schon immer wissen wolltet, Neuigkeiten über die Beta. Und zwar die Neuigkeiten, die ihr schon immer hören wolltet, damit ihr das alles wisst, was ihr wissen müsst, um an die Beta zu kommen. Aber ein Hinweis für die, die es immer noch nicht kapiert haben, nur für die, die es sich auch vorbestellt haben. Denn darum geht es nämlich in der heutigen Death Diary von Prehistoric Kingdom. Und in der Death Diary geht es speziell um den Day One Content, den es in der Beta geben wird und vor allem, wie wir zum Beispiel an das Spiel kommen. Also gehen wir mal das alles durch. Wenn du ein Vorbesteller bist, der nicht Prehistoric Kingdom in der Steam-Bibliothek hat, bitte mach einen Creativo-Account und kontaktiere den Creativo-Support. Dann solltest du einen Steam-Key für Prehistoric Kingdom bekommen. Wenn du allerdings schon bereits die Prehistoric Kingdom-Alpha genießen durftest, dann hast du ja Prehistoric Kingdom schon bereits in deiner Steam-Bibliothek und da braucht man tatsächlich nicht viel zu tun, denn das Spiel wird nämlich automatisch am 6. Dezember dann auf die Beta-Version geupdatet werden. Ich werde mich darin auch ein bisschen reinfuchsen müssen, wie das zum Beispiel mit dem Support-Kontakt ist, aber ich werde es auf jeden Fall Bescheid sagen, wie ich das hingekriegt habe. So viel jedenfalls zu dem Erwerb der Beta, wenn man Vorbesteller ist. Und dazu werde ich dann noch sagen, wie es bei mir halt vonstatten gegangen ist, damit andere Leute halt nicht eben solche Probleme haben, wie zum Beispiel ich, wenn ich nämlich weiß, dass ich sowas zum Beispiel noch nie gemacht habe. Und deswegen werde ich euch vor sämtlichen Fehlern, die ich vielleicht sogar machen werde, bewahren. Wenn ihr jedenfalls die Prehistoric Kingdom Beta euch erworben habt mit dem Steam Key, dann könnt ihr theoretisch nur euch zurücklehnen und auf den 6. Dezember warten, denn dann geht es nämlich offiziell los. Und jetzt die Info zur Uhrzeit, 1 PM PST heißt in dem Fall 22 Uhr abends in der mitteleuropäischen Zeit. Und jetzt fragt ihr euch sicher bestimmt, wie kommt so ein extremer Zeitunterschied zustande? Nun, ihr müsst wissen, Creativo ist auf der anderen Seite der Welt, genauer gesagt in Amerika. Und dort gibt es etwa 10 Stunden Verschiebung, weswegen 10 Uhr abends bei uns etwa 1 Uhr mittags ist. Das ist eigentlich genau dieselbe Zeit, wie bei uns bei Steam immer zum Beispiel Planet Zoo released werden. Nur ist es hier eben umgekehrt und wir sind in dem Fall die Benachteiligten, da sich der Publisher von Prehistoric Kingdom sich direkt auf der anderen Seite der Welt befindet. Und zwischen Großbritannien und Deutschland zum Beispiel bestehen gerade mal eine Stunde Unterschied in der Zeitzone, weswegen es auch deswegen viel besser möglich ist, dass bei uns zum Beispiel nachmittags bzw. mittags die ganzen Spiele wie Planet Zoo oder Jurassic World Evolution 2 eben halt so früh bei uns rausgekommen sind. Aber dort sind eben dann in dem Fall die Amerikaner benachteiligt. Und das war eine kurze Timezone-Lehre, die ich euch mal reingeschmissen habe, damit ihr sozusagen versteht und nicht empört darüber seid, warum das bei uns eben um 22 Uhr abends etwa rauskommen wird.
So viel jedenfalls zu zeitlichen Daten und dem Release-Datum von der Beta von Prehistoric Kingdom. Und als nächstes werden wir darüber sprechen, was in der Beta alles enthalten sein wird. Dann werden wir mal loslegen. Zuerst gehen wir einmal zu den Tieren. In der Beta allgemein wird es insgesamt 14 Tiere geben. Davon sind auch die Tiere mit dabei, welche sogar schon vor allem in der Beta drin, in der Alpha drin waren. Diese 14 Tiere sind Archaeopteryx, Camarasaurus, Deinocheirus, Edmontosaurus, Lambeosaurus, Microraptor, Nasutoceratops, Pachyrhinosaurus, Protoceratops, Parasaurolophus, Torvosaurus, Tyrannosaurus, Styracosaurus und das Wollhaar-Mammut. Und davon muss ich sagen, dass Edmontosaurus, Lambeosaurus, Microraptor, Nasutoceratops und T-Rex und Styracosaurus bereits in der Alpha drinne waren. Weswegen es etwas weniger neue Tiere gibt, als die, die man vielleicht sogar noch nicht gekannt hatte. Und auch in den Basic Needs. Und auch Basic Needs wird es geben. Das heißt, sie brauchen Essen und Trinken. Also bereitet deine Gehege so vor, dass sie auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken haben, bevor sie wieder aussterben. Neues Pathfinding und Animationen. Tiere drehen sich nun dynamischer, wenn sie laufen, machen neue Geräusche und haben sogar Variationen in ihren Wanderungsablauf. Das bedeutet unter anderem, sie laufen nicht mehr so geradlinig durch die Gegend, sondern sie werden vor allem verschiedene Verhaltensweisen machen, wenn sie vor allem durch die Gegend wandern. Das bedeutet aber auch das Verhalten, was man zum Beispiel aus der Alpha kannte, dass sie sich zum Beispiel in der Ewigkeit immer umherdrehen, um dann zum Beispiel am Pfad erstmal zu finden. Ich denke, das wird eher nicht mehr so extrem sein, so wie man das in der Alpha gesehen hat. Sie werden sich erstmal wahrscheinlich sowieso neu anpassen, aber dann verhalten sie sich eben noch ein bisschen mehr wie echte Tiere. Und das alles werden wir uns auf jeden Fall zusammen ansehen. Ein paar Tiere, wie zum Beispiel der Tyrannosaurus, haben nun zusätzliche und abwesende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Kratzen, Schnüffeln und vieles mehr. Diese Verhaltensweisen werden auch anderen Tieren gegeben werden, um ihre Lebensechtheit zu verbessern. Das bedeutet vor allem, dass das Verhalten der Tiere vor allem viel realistischer sein wird, als es in der Alpha ist. Sie stehen halt nicht nur doof rum, sondern sie werden sich auch umsehen, sie werden schnüffeln, sie werden sich kratzen, sie werden andere Dinge machen. Und das, damit sie vor allem sehr lebensfroh und vor allem auch sehr lebensecht aussehen. Denn niemand, aber auch niemand, will roboterähnliche Dinosaurier haben, welche nur laufen und stehen bleiben, laufen, stehen bleiben, laufen, stehen bleiben und Geräusche geben, obwohl sie sich nicht dies speziell bewegen. In dem Fall so, wie das halt auch in den Trailern immer zu sehen ist. Etwa genauso. Damit man eben wirklich das Gefühl hat, dass es auch richtige Tiere sind und nicht irgendwelche Animatronic-Roboter. Und nun kommen wir zu der Spalte der Kreativität. Was vor allem die meisten von euch freuen dürfte, die vor allem sehr kreativ hier unterwegs sind. Das modulare System wurde komplett neu geschrieben. Das bedeutet, so wie es jetzt ist, wird es nicht mehr sein. Sie haben nämlich das nochmal so neu geschrieben, dass es vor allem viel besser optimiert ist. Vor allem in der Renderoptimierung. Und auch, wie es sich im Spiel eben auswirkt. Das heißt vor allem, dass die Qualität sehr besorgniserregend war, weswegen das Spiel zum Beispiel auch geleckt hat oder vor allem auch Performance eingebußt hat, wenn man zum Beispiel ganz, 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 ganz viele Gebäude gebaut hat oder halt einen ganz großen Park hatte. Mit etwa 10 Modulen, die in der Beta erhältlich sein werden, und interaktiven Gebäuden wird man nun seine volle Kreativität in der Beta auswirken lassen können.
und nicht so wie in der Alpha, wo zum Beispiel die Hälfte erst noch verriegelt war. In dem Fall hat sich das Spiel wirklich sehr gut entwickelt und wir dürfen es ausprobieren. Modulare Prefabs oder wie man es auch sagen würde, modulare Vorbauten. Baue und mache modulare Vorbauten für einen leichten Gebrauch in deinem Park und andere Saves. Teile sie mit deinen Freunden, indem du sie hochlädst. Steam Workshop Support wird tatsächlich später kommen. Und das dürfte tatsächlich eines der großartigsten Nachrichten der Welt sein, vor allem für die, die gerne nicht selber bauen wollen, sondern sich von anderen bedienen wollen, weil sie zum Beispiel viel besser bauen als du selbst. Man kann sich die Vorbauten bzw. sowas wie Gebäude, Stände, Dekoration und so, die kann man sich speichern und auf eine Cloud hochladen bzw. auf einen Server, was zwar noch nicht Steam sein wird, aber ich denke, das wird vor allem von Creative oder von Blue Meridian Studios direkt organisiert werden, dass man da sozusagen seine Gebäude und seine Gehege und das alles hochladen kann. Aber später wird es dann zum Beispiel noch einen Steam-Workshop geben, wo man seine Gebäude hochladen kann. In dem Fall ist das etwa so wie bei Planet Zoo. Und ich denke, das ist sehr gut. Denn wie schon gesagt, viele haben es vielleicht nicht so mitbauen und wollen vielleicht ganz schnell mal ein Park zusammenbauen mit ein paar Pre-Builds. Und das ist in dem Fall hier sehr nützlich. Und ich denke, die nutzen halt noch nicht so direkt den Steam Workshop, welcher dann sozusagen in EA später sein wird, um das halt erstmal auf ihrer Plattform zu testen. Und wenn es sich halt gut rentabilisiert, dann wird es eben auch ein Zusatz, den wir sozusagen auch im Steam Workshop dann haben werden. Dann gibt es noch eine viel bessere Methode, deine modularen Buildings zu stylen. Man kann zum Beispiel Materialien, Themes oder Mesh-Varianten nur mit einem Knopfdruck wechseln und das wurde tatsächlich noch ein bisschen verbessert als zum Beispiel letztes Mal. Modulares Recoloring. Zeige deinen inneren Artisten mit modularem Recoloring. Man wird einige Pattern und Masken haben, um zumindest dein Gebäude oder eben auch seine gesamte Karte zu gestalten. Was genau denkt man, was das hier bedeutet? Das bedeutet so viel wie, dass das Recolorn von Gebäuden höchstwahrscheinlich und von Dekorationsobjekten noch etwas besser sein wird, wie man das zum Beispiel vorher in der Alpha schon kannte. Dass es vor allem auch viel leichter zugänglich ist und dass man da halt nicht viel machen muss, bis auf ein paar Klicks und das war's. Modulares Point Snapping. Modulares Point Snapping. Das heißt so viel wie, dass es noch etwas besser wird mit dem Point Snapping System, welches man vor allem auch schon bei Planet Zoo kennt, wenn man zum Beispiel einen Stein baut, dass man dann sozusagen automatisch dann einmal daneben dann direkt nochmal welche ansetzt und dann dreht und dann das nochmal ansetzt und daraus wird dann ein Viereck. Jedenfalls das Gute darin ist, dass es noch ein bisschen verbessert wird und es gibt tatsächlich eine neue Point Snap Utility, perfekt für Railings, Pillars, Beams und mehr. Also das heißt Railings. Ich weiß gerade nicht, was Railings sind, aber ich glaube, das sind solche Geländer. Pillars sind Säulen und Beams sind Stahlträger. Jedenfalls wird das Point-Snapping-System noch viel mehr verbessert werden. Und modulares Foliage-Painting. Auf Wunsch des Community-Feedbacks wurde der Foliage Brush, also der Pflanzenpinsel, der Naturpinsel, also womit man seine Bäume macht, komplett überarbeitet. Man kann jetzt painten und removen,
Das bedeutet aber auch, dass man diese Bäume, die man gepaintet hat, anklicken kann und diese dann nochmal vergrößern kann. Das heißt, die haben jetzt theoretisch 2 in 1 gemacht. Vorher war das ja so, dass man platzierbare Bäume hatte und diese Bäume konnte man nur vergrößern. Jetzt ist es tatsächlich umgekehrt möglich, dass man auch die Pflanzen, die man mit dem Brush gemacht hat, anklicken kann und dann vergrößern oder verkleinern kann. Je nachdem, wie man es will. Das finde ich cool. Neue Themes und Styles. Über 150 Items wurden in der Beta hinzugefügt. 500 in total. Also 500 allgemein. Zusammen mit über 60 verschiedenen Styles und einer Schiermenge von Modulen und kostümisierten Teilen. Da ist jedenfalls sehr viel zu bieten, wo man seine Zähne reinhauen kann und eine große Anzahl von Teilen, wo man seine Beta ausnutzen kann und vor allem auch dahinter. Also ich habe das nur ganz grob übersetzt, das heißt so viel wie, man hat über 500 Teile, davon wird man sehr viel Spaß haben. Und das Beste von dem ist halt, dass man damit so viel Spaß haben wird, dass man nicht nur an der Beta sein Vergnügen dabei haben wird, sondern auch später im Early Access, was direkt sogar eine indirekte Confirmation sein kann, dass die Teile bzw. dass die Spiele eventuell sogar in Early Access noch weiterführbar sind, was mich sehr freuen würde. Und das Letzte, was man tatsächlich in der Alpha vermisst hat, ist der Rückgängigkeitsbutton. Es gibt jetzt einen Rückgängigkeitsbutton in der Beta von Prehistoric Kingdom. Wenn man einen Fehler gemacht hat, dann war er permanent. Und alle verschiedenen Bauteile werden jetzt einen Rückgängigkeitsbutton unterstützen, wenn man zum Beispiel wieder einmal Scheiße gebaut hat. Ende. Jedenfalls ist das Ende mit den Baufeatures, die es gibt. Schließlich kommen wir aber in eine völlig andere Sparte, die es tatsächlich in der Alpha noch nicht gab, und zwar Management und Weiterbildung. Beziehungsweise Progression heißt eigentlich Steigerung bzw. Fortschritt. Finanzen. Auf der Oberfläche wirst du deine Finanzen sehen. Es ist nicht sehr ungleich im Vergleich zur Alpha. Es gibt Interaktion mit Löhnen und mit Gehegen, Spenden, aber diese wurden tatsächlich doch ein kleines bisschen rausgelassen. Das bedeutet, das ist noch nicht mit drin. Das alles wird aber wahrscheinlich reinkommen, wenn die Beta sich noch ein bisschen improvisiert hat, beziehungsweise wenn die Beta vorangeschritten ist. Excavations, oder wie man das bei uns nennen würde, Expeditionen. Nutze Wissenschaftspunkte, um neue Tiere freizuschalten und genetische Skins mit Excavations freizuschalten. Entdecke neue Ausgrabungsstätten während du deinen Park verbesserst. Das bedeutet, man wird nicht alles auf Anfang freigeschaltet haben, aber es ist nicht so, wie man sich das bei Jurassic World Evolution 2 vorstellen würde. Man geht eben nicht graben. Man geht zwar schon graben, aber man extrahiert keinen DNA oder so. Man geht dann sozusagen auf die Grabungsstelle, schaltet sich die Tiere frei, fertig. Man ist da tatsächlich nicht speziell an bestimmten Missionen oder sowas gebunden. Man tut es einfach. Wie genau kann man zum Beispiel sehr gut auf dem Bild hier sehen. Man hat da jetzt zum Beispiel die Grabungsstelle von Protoceratops. Hier erfährt man eigentlich alles, was man über diese Tiere wissen muss und vor allem, was man braucht, um sie freizuschalten.
wenn dein Park jetzt berühmter geworden ist, wie zum Beispiel ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, dann schaltet man tatsächlich Excavation Points frei oder Wissenschaftspunkte besser gesagt. Und mit diesen kann man dann sozusagen in der Grabungsstelle zum Beispiel neue Skins kaufen. Und wenn man alle Skins sich gekauft hat, dann hat man den Proto-Ceratops sozusagen komplett und man kann ihn sogar in seinem Park freilassen. Denn tatsächlich ist es wichtig, alle drei Skin-Typen in dem Park selber zu haben. Dieses System selbst steckt zwar noch in den Kinderschuhen, wird aber während der Beta ein Riesen-Update bekommen, damit sozusagen auch die Punkteverteilung deines Geheges auch einen Einfluss darüber geben wird, wie man zum Beispiel die ganzen Wissenschaftspunkte erntet. Und wer es noch nicht weiß, den kann ich das nochmal ganz grob erklären. Also die Wissenschaftspunkte bekommt man vor allem im Laufe deines Parkbaus, während man zum Beispiel große Gehege baut und da die passenden Tiere reintut. Wenn diese Tiere dann sozusagen dann ziemlich attraktiv sind und für dein Gehege sozusagen passend sind, dann gibt es im Laufe des Spiels Wissenschaftspunkte. Wissenschaftspunkte sind neben Geld deine unverzichtbare Währung, um neue Dinosaurier und neue Tiere freizuschalten und vor allem um deinen Park weiter voranzubringen. Viel Geld und viele Punkte gewährleisten dir neue Dinosaurier und vor allem mehr Erfolg in deinem Prähistoric Kingdom. Wenn man das alles geschafft hat, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass man nun den besten Park der Welt hat, mit den besten Dinosauriern, die es gibt. Mit der besten Bewertung, den besten Skins und allem drum und dran. Ab da kannst du wirklich sagen, dass du Prähistoric Kingdom auf 5 Sterne gebracht hast. Jedenfalls dein Prähistoric Kingdom, so wie dein Park eben heißt. Und in Sachen Tierbestand wird sich das dann auch zeigen. Jedenfalls war es das mit dem Beta-Block für heute. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaltet unbedingt in einer Woche wieder ein, denn ab September, falscher Monat, ab 6. Dezember geht es nämlich offiziell los. Dann werden wir nämlich Prähistoric Kingdom uns runterladen und vielleicht werden wir es sogar schon am selben Abend noch ein bisschen anspielen, wenn nicht, dann mindestens am frühen Morgen, denn dann hat man nämlich noch zusammen Zeit, euch die Kniffe und Details von Prähistoric Kingdom noch ein bisschen mehr zu zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch jetzt genauso wie ich, denn ich freue mich auf jeden Fall sehr wild darauf, denn endlich ist es soweit. Es wird auch nicht verschoben werden. Der 6. Dezember ist offiziell Prähistoric Kingdom Tag und Prähistoric Kingdom Nacht. Je nachdem, welcher Ecke der Welt du wohnst. Aber wenn ihr es richtig loslegen wollt, dann macht es am besten am 7. Dezember, wenn ihr zum Beispiel am 6. Dezember am Abend nicht mehr die Zeit habt. Jedenfalls war es das mit dem Video für heute. Wenn es wieder was Neues dazwischen gibt, werde ich mich auf jeden Fall melden. Ansonsten wünsche ich euch da viel Spaß und vor allem viel Spaß mit der Beta für die, die es vorbestellt haben. Und für die, die noch warten müssen, tut mir leid, aber so ist halt manchmal das Leben. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.